Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Truck Race hier auf Schweiz 5. Wir haben heute für Sie das Rennen aus Russland. Los geht's. Hier im ersten Rennen in Russland, in Smolensk. Hier sehen wir, alle warten nur noch aufs Go. Rightliner auch vertreten, David Wyszczycki, wir kennen ihn alle. Hier der Teamkollege von Markus Bösiger, Adam Lacko. So, alle Leute werden ab der Rennpiste gebeten und das Rennen 1 aus Russland startet jetzt. Hier sehen wir es. Nummer 1 Jochen Hahn, Nummer 2 Antonio Albasete, Nummer 3 Adam Lacko, Nummer 10 Norbert Kiss und Nummer 33 hier David Wyszczycki. Und hinter Markus Österreich ist auch unser Markus Bösiger. Kämpfen sie sich um den ersten Platz und jetzt fährt Antonio Albasete auf den ersten Platz und wird gleich wieder überholt von Norbert Kiss. Aus der Heckkamera sehen wir, wie gekämpft wird, vor allem im hinteren Bereich sehen wir es gut. Hier mit der Nummer 4, der Markus Österreich. Platz 1 sehen wir Norbert Kiss in seinem M1 aus dem Team Oxa. Und hier Jochen Hahn vorbei an David Wyszczycki oder eben auch doch nicht, wie wir sehen hier. Er kämpft richtig. Doch hier Jochen Hahn überholt David Wyszczycki. Aktuell Platz 1 Norbert Kiss, Platz 2 mit der Nummer 2 Antonio Albasete und Platz 3 Jochen Hahn. Das Rennen hat aber erst begonnen, ist so also noch nicht entschieden.
Hier die Nummer 3 und die Nummer 6, das Team MKR. In der Top 3 hat sich noch nichts verändert, immer noch auf Platz 1. Norbert Kiss, auf Platz 2 Antonio Albacete und auf Platz 3 Jochen Hahn. Ob das so bleiben wird bis zum Ziel, das werden wir sehen. Hier kommt der Markus Bösiger, direkt hinter ihm aber Mika Mäkinen und René Reinhardt. Er möchte seinen ersten Platz behalten hier. Mal schauen, ob Markus Bösiger hier noch vorbeiziehen kann. Der Jochen Hahn möchte unbedingt noch vor den Antonio Albacete kommen. Aber der Antonio Albacete macht dicht und lässt niemanden an sich vorbei.
Es war ein harter Kampf hier, das erste Rennen. Aber auf dem Platz 1 fuhr Norbert Kiss, auf dem zweiten Platz Antonio Albacete und auf dem dritten Platz den Jochen Hahn, wie wir es schon im Rennen gesehen haben. Platz 4 belegt David Verschetzky im Freitliner, Platz 5 geht an Markus Österreich, Platz 6 an Adam Lacko und Platz 7 direkt an seinen Teamkollege Markus Bösiger. Direkt hinter Markus Bösiger auf dem Platz 8 ist Mika Mäkinen, Nummer 9 René Reinhardt und Nummer 10 der jüngste Fahrer hier aus dem Truck Race, Benedikt Major. Hát igen, ugye a belső oldal jó. Ugye a harmadik helytel jobb, mint a második ebből a szempontból, mert a Johannek rögtön oda tudtam menni belőle. Gratulazione! 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 Johannek rögtön oda tudtam menni belőle az első kanyarba. És egy szűkebb éven is tudtam kigyorsítani, hogy az Antonio, és közeledtem egy kicsit, de aztán lukat váltott, úgyhogy ott meg nagyon lelassult, úgyhogy ott simán be tudtam menni elé. Úgyhogy hát azzal meg szerencsém volt, de hát ők is hibáznak, hál' Istennek, ők is csak emberek. És ilyenkor meg ki kell használni a hibákat. Úgyhogy sikerült, mert utána meg mentem elől, próbáltam nem hibázni. Nagyot persze nem volt könnyű, mert most is volt kis eséskelés, meg elfékezés, de működött, előre tudtam maradni, úgyhogy gyorsak voltunk. Сейчас пилоты вслед за Safety Track'ом Renault отправились на прогревочный Bueno, es una curva muy cerrada, he estado probando esta mañana hacerla en una marcha menos y ha salido bien, pero ahora en la salida, pues mala suerte, no ha salido bien, he fallado el cambio saliendo de la curva y he perdido la posición con Norbert, que ha salido muy bien de la curva y ya no he podido hacer nada, he intentado luchar con él, hacerle cometer algún error, he visto que estaba fallando en los frenos alguna vez y bueno, pensaba que a lo mejor podía pasarle en algún momento, hacerle cometer algún error, pero no ha sido así, ha hecho una muy buena carrera, ha estado ahí adelante y bueno, se merece el primer puesto. Yo creo que si no hubiera sido por ese error hubiéramos ganado la carrera, pero bueno, lo importante es que estamos delante de Jochen, le hemos quitado otros tres puntitos y eso es lo que hay que ir vigilando. Okay. Und die Trucks sind wieder in Startaufstellung für das zweite Rennen hier aus Smolensk. Hier sehen wir Markus Bösiger in seinem Truck mit der Nummer 6. Und hier ist sein Teamkollege Adam Lacko mit der Nummer 3. Es wird nicht mehr lang gehen, bis das Rennen startet. Hier Jochen Hahn. Und jetzt geht's los. Hier Markus Bösiger neben der Nummer 7 Mika Mäkinen. Direkt dahinter ist Adam Lacko und Jochen Hahn. Momentan auf Platz 1 hier Markus Bösiger, direkt dahinter die Nummer 7 Mika Mäkinen. Und hier etwas ab der Piste gekommen ist Adam Lacko, jedoch jetzt wieder zurück auf der Rennstrecke. Hier kommen sie einer nach dem anderen. Hier sehen wir jetzt direkt hinter Adam Lacko mit der Nummer 77 unser René Reinhardt im blauen MAN.
Markus Bösiger verteidigt hier tapfer seinen ersten Platz. Den gibt er wahrscheinlich nicht mehr so schnell her. Hier sehen wir immer noch auf Platz 1 unser Markus Bösiger. Jedoch dicht gefolgt von der Konkurrenz. Und hier direkt hinter Markus Österreich ist auch Jochen Hahn. Auch der kämpft sich nach vorne. Markus Bösiger mit der Nummer 60 ist nicht mehr zu bremsen. Hier sehen wir ihn, einen kleinen Vorsprung vor Mika Mäkinen hat er. Die Strecke Russland liegt dem Markus Bösiger wahrscheinlich sehr gut. Hier aus der GoPro-Kamera von hinten, Jochen Hahn fährt hier richtig nahe auf, aber kommt trotzdem nicht nach vorne. Markus Österreich wurde von Jochen Hahn überholt, jetzt aktuell auf dem Platz 1 Markus Bösiger, auf dem Platz 2 Mika Mäkinen und auf dem Platz 3 Jochen Hahn. Hier Markus Bösiger mit einem extremen Vorsprung mittlerweile. Hier Norbert Kiss kämpft auch weiter nach vorne, direkt hinter Markus Österreich. Und hinter Norbert Kiss kommt dann auch Antonio Albacete. Was ist wohl mit ihm los? Der fährt doch normalerweise immer Topzeiten, aktuell aber ziemlich weit hinten.
kommt Jochen Hahn noch vor Mika? Das werden wir sehen. Hier sehen wir Adam Lacco hinter dem Gypsy Truck, respektive hinter Antonio Albacete. Der Markus genießt hier die freie Fahrt. Volle Kraft voraus auf dem ersten Platz. Zu kämpfen haben jetzt hier Mika Mäkinen mit Jochen Hahn und Markus Österreich mit dem Norbert Kiss. Hier wird noch gekämpft. Hier Zieleinfahrt auf Platz 1 ist Markus Bösiger mit der Nummer 6. Hier sehen wir es weiter hinten, kommt Jochen Hahn im MAN auf Platz 2 und der Mika Mäkinen auf Platz 3. Markus Österreich fährt auf dem 4. Platz und Norbeck ist auf dem 5. Hier unser Erstplatzierter, der Markus Bösiger aus der Schweiz. Ja, Strecke ist technisch ziemlich anspruchsvoll, also nicht ganz einfach zum Fahren, aber ist für alle gleich. Beim Rennen selber hat der Mika hat nicht ganz so einen guten Start gehabt wie ich und ich habe das ausgenutzt. In der ersten Kurve hat er mir genug Platz gelassen und ich konnte dann ein kontrolliertes Rennen fahren, habe versucht ein bisschen Abstand zu machen zu Mika, habe gewusst, dass er auch ziemlich breit ist im zweiten Rennen und das hat mir natürlich geholfen. Im ersten Rennen hatten wir ein kleines Setup-Problem und da war ich echt unterlegen. Das hat man auch gesehen vom Abstand. Jetzt im zweiten Rennen konnte ich wieder kämpfen. Und so macht es auch Spaß, wenn man überholen kann, wenn man angreift, wenn man sich der Gegner zurechtlegt. Und so macht es Bock. Ja, ich denke, dass es sich voll zuspitzt bis am Ende von mir. Und los geht's, das dritte Rennen hier aus Russland. Die Trucks und die Fahrer stehen schon wieder bereit in der Aufstellung auf der Rennpiste. Das letzte Rennen ist für unseren Schweizer Markus Bösiger sehr positiv ausgefallen. Er konnte auf den ersten Platz fahren. Wollen wir schauen, auf welchem Platz er dieses Rennen fährt.
Und hier Antonio Albacete fährt vor David Werschetzky, aber gleich dahinter Markus Österreich, Jochen Hahn mit der Nummer 10 Norbert Kiss und Markus Bösinger. Hier aus der Heckkammer, hier sehen wir Jochen Hahn. Und hier sehen wir den Kampf zwischen Jochen Hahn und Markus Österreich. Markus Österreich lässt ihn aber nicht hervor. Hier geht's weiter mit der Nummer 2 auf dem ersten Platz Antonio Albacete. Auf dem zweiten Platz mit der Nummer 33 David Werschetzky. Und um den dritten Platz kämpft sich Markus Österreich und Jochen Hahn. Hier ein Crash. Ui. Wir sehen es hier nochmal im Slow-Mo. Mit der Nummer 3 Adam Lacko gegen Norbert Kiss. Und hier nochmal aus der GoPro sehen wir es. Zuerst steigt weißer Rauch auf und dann hier in das Heck von Norbert Kiss. Was ist hier los? Hier ein enttäuschter Adam Lacko. Und hier wird der Truck von Norbert Kiss von der Piste geholt. Aber natürlich auch Adam Lackos Track kann nicht mehr fahren.
kann er es schaffen, noch ein paar Plätze gut zu machen? Unseren Schweizer, der Markus Bösiger. Das Rennen ist beendet. Auf Platz 1 Antonio Albacete. Auf Platz 2 fährt David Verschetzky. Dritter Platz belegt Jochen Hahn. Auf dem vierten Platz hat es Markus Bösiger gereicht. Fünfter Platz der Markus Österreich. Und auf Platz 6 fuhr sich René Reinhardt. Bueno, hombre, no ha sido difícil. La verdad es que después del error cometido ayer, hemos variado unas cosas en la manera del cambio y iba mucho mejor. Entonces no he fallado en ninguna de las dos salidas y bueno, he visto que David mantenía bien a raya a Jochen y eso me ha permitido pues el ir manteniendo la carrera sin cometer ningún error y viendo que Jochen no podía con David, pues bueno, me ha dado un poco de respiro, pero ninguna carrera es fácil, pero esta no ha sido difícil, estoy contento porque hemos quedado delante de Jochen y son más puntitos los que tenemos de cara al campeonato. Антонио Альбасета поднимается на верхнюю ступень подиума. Ваши аплодисменты победителю. Ich sag mal, das ist eine Kurve, in der man eigentlich gar nicht normal sauber überholen kann. Da kann ich es innen stehen lassen, bis der andere einlenkt oder eigentlich daneben fahren und ich bremse mich dann eben einfach an dem Äußeren ab. So hat er es gemacht. Mal gucken, ob unsere Kommissare da was sehen. Also ich werde da sicherlich keinen Protest machen, keine Frage. Ist halt nicht die feine englische Art, aber mein Gott, dann habe ich halt eine gut beim Jochen im Moment. No, stalo se tam vlastně to, že při začátku brzdění tam prasklo asi péro nařízení, jakože tlumič, a od toho to přestalo samozřejmě zatáčet všechno dělat, jenom to trošku brzdilo od zadní nápravy a tím to šlo vlastně úplně rovně a na neštěstí tam byl Norbert Kiss, kterého jsem bohužel naboural, de facto se střelil úplně a pak už nevím, pak už jsem jenom to zastavilo a po chvíli jsem vylezl ven.
Vom Renndreieck gehen wir jetzt direkt ins vierte und letzte Rennen hier am Rennsonntag. Mit der Nummer 12, Benedikt Major, erst 17 Jahre alt und schon sitzt er hinterm Steuer vom Renntrack. Der Markus Österreich, auch in seinem MAN bereit. Und hier sehen wir Markus Bösiger. Auch der Jochen Hahn wartet nur aufs Startzeichen. Die rote Ampel wechselt auf grün und es geht los. René Reinhardt überholt und der Markus Österreich zieht an ihm vorbei. Hier möchte auch Jochen Hahn ein paar Plätze weiter nach vorne kommen und versucht hier zu überholen. Der Markus Bösiger lässt den David Werschetzky aber nicht nach vorne. Er kämpft selber weiter, um an René Reinhardt vorbeizukommen. Jochen Hahn folgt dicht dem Markus Österreich. Der Markus Österreich darf jetzt natürlich kein Verbremser oder anderer Fehler machen, sonst zieht Jochen Hahn an ihm vorbei. Der Nummer 2, der Antonio Albacete, ist hinter Markus Bösiger. Und hier mit einem kleinen Vorsprung Mika Mäkinen und Benedikt Major vor Markus Österreich und Jochen Hahn. Der Markus Bösiger jetzt hinter Antonio Albacete. Er kämpft sich natürlich, wie wir es von Markus Bösiger gewohnt sind, weit nach vorne. Hier der Mika Mäkinen mit einem extremen Vorsprung mittlerweile. Dicht gefolgt vom 17-jährigen Benedikt Major, Markus Österreich und Jochen Hahn auf Platz 4. Danach René Reinhardt, David Werschetzky, Antonio Albacete und Markus Bösiger.
jetzt ein Kampf zwischen René Reinhardt und Antonio Albacete. Der René Reinhardt macht ihm hier dicht. Schafft es Markus Bösiger noch, den Antonio Albacete zu überholen? Das wird uns das Rennen zeigen. Hier wird der René Reinhardt von der Piste gedrängt und Antonio Albacete zieht vorbei. Auch Markus Bösiger konnte René Reinhardt jetzt überholen. Jetzt kämpft Markus Bösiger mit Antonio Albacete. Und hier der Jochen Hahn mit dem Markus Österreich. Der 17-jährige Benedikt Major hält sich aber sehr gut am Platz 2 schon das ganze Rennen durch. Das Rennen geht langsam dem Ende entgegen. Momentan auf Platz 1 ist der Mika Mäkinen. Wie schon das ganze Rennen, auf Platz 2 Benedikt Major und auf Platz 3 Markus Österreich. Hier kommen sie, Platz 4, Jochen Hahn, Platz 5, David Werschetzki und Platz 6 für den Spanier Antonio Albacete. Hier Markus Bösiger vor René Reinhardt. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Hier von der Zuschauertribüne aus Adam Lackl nach seinem Crash im letzten Rennen. Und Ende des letzten Rennens. Auf Platz 1 fährt Mika Mäkinen, Platz 2 Benedikt Major, Platz 3 Markus Österreich, Platz 4 Jochen Hahn, Platz 5 David Werschetzki, Platz 6 Antonio Albacete und Platz 7 Markus Bösiger. Hier der 17-Jährige wird natürlich vom Oxer-Team kräftig gefeiert. Zweiten Platz ist nicht schlecht. Кроме того, мы бы хотели сейчас на пьедестал почета пригласить еще одного. Кроме того, мы бы хотели сейчас на пьедестал почета пригласить. Еще раз поприветствуем.
tunnelmat on hienot. Tästä on kiva jäädä pienen lomaali ja saatiin autoon taas säätöongelmat ratkaistu tähän viikonloppuun. Nyt alkaa vauhti taas näköjään löytymään. Okay, feeling is great now and it's good to end now. And then we have a holiday and okay, we found some setups problem and it feels good now. Okay, how does he like the track? Mitäs pidät radasta? No, se on aika vaativa ja väärinpäin kallistuvia mutkia ynnä muuta. Et kyllä se nyt ihan kohtalainen on. It's a very tricky circuit. Lots of difficult corners, but it's okay. No problem with that. Okay.